Öffnen eingedrückt oder auf Ja? Irgendwas sollte gelöscht werden. Oh oh. Bleibt zu Hause, spiele gemeinsam. Ja, leg. Weiter. Kann man super lesen, by the way. So, yay. Good job. Okay, wir haben auf jeden Fall unsere Kampagne noch, unsere Karriere. Ja, auch schon ewig nicht mehr reingeguckt, ne? Aber wir sehen ganz cool was vorne am Punkt. 9 Punkte vorne vor Teneriffa. Ach, stimmt. Wir hatten ja 2 Copa-Spiele, Alter, 12-1. Hier ganz knapp 1-0. Jetzt kommt noch Mirandes und danach werde ich mit Barca ins kalte Wasser geworfen. Oh nee. Das ist ja anders schlimm. Naja. Ah, ich glaube, es gibt leider kein Rückspiel, ne? Also muss halt das eine Spiel. Ein Spiel muss halt funktionieren. Oh, geh mal weg, Maus. Boah. Ich glaube, wir haben das Härteste losgezogen. Ja, alles nicht mehr, doch, da. Okay, dann haben wir, ja gut, Real, Barca, weiß ich, was da das Härteste los ist. Naja, ich sag, wir spielen einfach erstmal. Gern mega Handys. Ja, fällt mir meine 91er Bewertung. Na gut, dann schauen wir mal. Jetzt kann ich das natürlich auch hochfahren. Ja, du lässt dich wieder außen sein. Der große Moment ist da. Ein Spiel der ganz besonderen Sorte. Ein aber hier ist es auch schon ewig nicht mehr gespielt. FIFA. Ich darf Sie herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zu einer hoffentlich spannenden Begegnung. Naja. Mein Name ist Wolf Fuß. Ich werde das Spiel mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Und heute präsentieren wir Ihnen ein Ligaspiel. Könnte eine klasse Partie werden. Wichtige Ligapartie für beide Seiten, Wolf. Beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen. Und dann gucken wir mal, wer das auf dem Rasen besser umsetzen kann. Schönes Zuspiel hier. Macht er gut. Keine Gefahr, die Flanke wird abgebrochen. Da war zu viel gedacht bei. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Weniger denken, mehr machen. Hier ist die Aufstellung. So spielt die Heimmannschaft heute. Sie treten hier heute in 4-3-3 an, Buschi. Kurzer Kommentar von dir dazu. Es ist natürlich eine sehr offensive Ausrichtung. Okay. Mit den beiden Flügelstürmern werden sie dann versuchen, das Spiel. Irgendwas ist auf jeden Fall kaputt. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen. Die Flanke fängt er ab. Sehr gut gemacht. Die Leute werden nicht erkannt vom Spiel. Und hier die Startformation des FC Malaga. Neun, das ist gut. Schauen wir uns mal ihre taktische Ausrichtung heute an. Wir sehen hier die. Ich glaube, für diese Aktion sieht er gelb. Der Schiedsrichter zeigt ihm gelb, vertretbar, Buschi. Ja, absolut. Wir haben eben erst angefangen mit diesem Spiel. Aber wenn er hier zu viel durchgehen lässt, dann nutzen die Spieler das gerne aus. Ballverlust. Sehr interessante Partie heute. Die Gastgeber bisher mit der schlechtesten Heimbilanz. Tolles Zuspiel. Klasse gemacht. Yes. Da ist das erste Schön. Tor. Und das Schön Spiel ausgespielt. Geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Die Gastgeber mit der schlechtesten Heimbilanz. Tor und zeigt schonungslos in dieser Situation die Schwächen der Defensive. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Oh. So langsam wird es gefährlich. Und die Situation geklärt. Pass auf die Außenbahn. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Schade, da war sicher mehr drin. Oh, jetzt der Ballverlust. Da gewinnt er den Zweikampf.
Das machen sie hier gut. Sie setzen ihn unter Druck beim Abschluss. Und deshalb geht der Ball eben auch vorbei. Das ist richtig gut gearbeitet. Ja, vielleicht sollte ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster legen. Auf jeden Fall ja schon mal wissen, wie einfach es ist, unnötig Klatschen zu kassieren. Einfach ganz mit Ruhe rausspielen. Ja, mit viel Übersicht. Gute Aktion. Glasklare Elfer in dieser Szene. Elfer? Jetzt könnte es richtig schlimm werden. Ja, sie laufen dem Rückstand hinterher. Da, der Pass wäre wieder über meine Schulter reingekommen. Wäre schön gewesen. Groß. Da verursacht er einen Elfmeter, aber hat trotzdem Glück, Fuschi. Ja, denn er darf weiterspielen. Es gibt nicht mal Gelb. Das ist schon eine Überraschung. Und er macht den Elfer. Ja, Elfer sind immer schwierig. Kein Anzeichen von Nervosität. Wenn du dich halt einmal kurz ein bisschen verziehst, dann ist der halt wieder daneben. Die ganze Verantwortung auf deinen Schultern, aber er lässt sich nicht kirre machen und verwandelt. Ja, Pfiffe, ey. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Da komme ich jetzt nicht so durch. Klasse Pass! Da ist er klasse. Kann man ja mal probieren. Ja, da war er zur Stelle. Da gut hingeächtet, hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, Ecke rausgeholt, den Ball zu erreichen. Der Ball kommt rein. Unfassbar, der passt. Ein überragendes Tor, da hat alles gepasst. Da war dieses Ding. Was ich immer sage, nach der Ecke, bevor du da großartig hin und her fummelst, hau einfach mal drauf, Junge. Was für ein Strahl aus dieser Entfernung. Einfach mal draufhauen. Den darfst du nicht zum Schuss kommen lassen. Und dann geht er genau in den Winkel. Was geil. Für ein Schuss aus so einer Entfernung. Was für ein Tor. Dann trifft doch mal der Abwehrmann. Ich weiß nicht, ob es der Abwehrmann war, aber... Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe verdient. Wunderschönes Tor. Und jetzt hat es ein tolles Monats. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Was macht er draus? Schönes Zuspiel hier. Das war knapp. Schade. Ja, läuft eigentlich ganz gut, aber es ist wahrscheinlich auch nicht der stärkste Gegner. Wasser wird hart. Aber okay, vielleicht können wir es damit. Huddersfield haben es auch geschafft, Man City abzuziehen. Ich glaube, wir haben hier sogar noch bessere Voraussetzungen. Jetzt wird's gefährlich. Guter Vorstoß jetzt. Sieht gefährlich aus. Genau so Voraussetzungen. Aber der Ball geht doch weit vorbei. Esteban Rolón, Zapata. Ja, einfach in einer Linie die Leute austricksen, ey. Da kommt der Schuss. Ecke. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Jetzt kann man aber versuchen, ein bisschen zu wechseln. Ecke kommt. Nee, keine echte Gefahr bei diesem Kopfball. Nicht. Ey, ich weiß nicht, da muss er schon mehr rausmachen, das ist doch harmlos. Weg ist der Ball. Da verlieren sie den Ball. Da nimmt er ihm den Ball ab. Sehr gutes Tackling. Zapata. Gefährlich! Aber schön, dass ich hier durchschlängelt. Schade. Ah, ein bisschen verzogen. Aber schön durchgeschwenkt. Esteban Rolón. Super dieses Zuspiel. Boah, geil, guter Steilpass. Muss drin sein. Kurze Distanz, das war dann nicht allzu schwierig. Sie bauen den Vorsprung. Ja, wenn da so eine Lücke ist. Ganz starker Auftritt der Mannschaft. Sie spielen. Abwehr hat keinen Bock mehr. Einseitige Nummer. Sie liegen ganz klar vorne.
wir sollten jetzt mal ganz zurückschalten, damit wir gegen Barcelona uns so ein bisschen schonen. Da passt er super auf und hat den Ball. Ja, passen wir nicht. Er ist der Mann Rolon. In den freien Raum. Gute Aktion. Ball kommt in die Mitte. Boah, schade. Aber der Ball weiter im Spiel. Schade, habe ich eigentlich am Fuß von einem Spieler gesehen. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Macht er gut. Ach, super Einsatz, geklappt, bekommen da vorhin. Kann er ihn stoppen. Ballverlust. Das könnte was werden jetzt. Ganz stark. Aber gut gemacht. Er ist der Mann Rolon. Das Zuspiel draußen auf dem Flügel. Ist die Bahn Rülle. Toller Pass. Da müssen sie aufpassen. Schön. Brillant gemacht. Gab sicherlich. Dann kann man auch mal ins kurze Eck schießen. Aber egal, Hauptsache der Ball passt. Sie legen noch mal einen. Ich darf 5:0 vor der Halbzeitpause. Ich dachte, das ist eine Nummer. Eindeutiges Resultat bis hierhin. 3 Minuten Nachspielzeit wird es hier geben. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Nein, nimmt er nicht mit der Hand, okay. Er ist der Mann Rolon. Der Ballverlust. Ah. Ah. Ich glaube nicht, dass man sich zu weit aus dem Fenster lehnt, wenn man die. Ah, 5-0 ist schwierig aufzuholen. Aber das hat man schon mal. 5-0, wo der Gegner noch 3 Gegentore gemacht hat oder so. Der Ball rollt wieder. Ob sie auch in der zweiten Hälfte so überzeugend auftreten wie in Durchgang 1. Oh Mann, ich würde eigentlich gerne ausgewechselt werden, wenn wir ehrlich sind. Da kann er ihn stoppen. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Jetzt ist es gefährlich. Der geht daneben. War schwierig, war sehr eng alles. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Also, ja. Klasse Pass! Schönes Zuspiel hier. Oh. Mit dem Schuss verfehlt er das Ziel doch sehr deutlich. Er ging ein bisschen vorbei. Sehr viel schwarze Brandung um seine Glatze rum, Alter. Rafael Varane ist zu Paris Saint-Germain gewechselt und verlässt Bayern München. Der war Bayern? Ein toller Transfer. Er bringt ja richtig Qualität mit. Da wird er unter Druck gesetzt. Da verlieren sie den Ball. Könnte jetzt was werden. Also, so aber das nicht. Das hätte mich dann doch sehr gewundert, wenn der reingeht. Also, der Winkel einfach zu spitz. War vielleicht eine sehr gut gemeinte Flanke. Alexander Gonzalez. Sie verlieren den Ball. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Ja. Es gibt gleich den Wechsel. Habe ich vom Ausgerettet. Partie ist unterbrochen. Es gibt Einwurf. Klasse Leistung heute und jetzt darf er sich seinen verdienten Applaus abholen. Sehe ich ähnlich. Er hat sich richtig in die Partie reingehauen und war für mich heute einer der Besten. Oh, what the fuck, Leute, das schüttelt wieder. Guter Vorstoß da jetzt. Da kommt der Schuss und da klingelt der Kasten. Da kommt er rein. Wie wenig Gegenwerfer da war. Den hätte ich auch noch mit ihm selber abziehen können, aber ich habe mich dann doch dazu entschieden, ihn sicher zu machen. Und ganz sicher. Ja, klar, den ich ihn halt dann gegen die Laufrichtung. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Emmanuel. Der Gegner kann ihnen einfach nicht viel entgegensetzen heute. Sie überzeugen auf ganzer Linie. Pass wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel.
genau, 80% Ballbesitz oder so. Da haben sie den Ball, gut gemacht. Gefährlich jetzt. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Zapata. Ball kommt Spätze nicht durch, Abwehr ist da. Ey. Ich bin noch gar nicht mit Standardbesetzung davon mal abgesehen. Super dazwischen gegangen. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Kann nicht schnell gehen, wenn keine in den freien Raum. Da ist Abseits. Flanke geht ins Tor aus, keine gute Akt. Und die Chance, aber nein, er gibt Abseits. Und da kommen die Auswechslungen. Neue Spieler für beide Teams. Der Ballverlust. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Das ist schwierig. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Eingabe. Besser den Lauf machen müssen. Jetzt ist es gefährlich. Hey, und er hat den Ball. Kollege. Da war jetzt aber ein bisschen sehr viel Körperkontakt. Jetzt gibt es einen Einwurf. Jetzt wird es einen Wechsel geben. Ja, der neue Mann soll natürlich jetzt hier nochmal neue Ach, Ideen Scheiße. Bringen. Nee, nicht gut gespielt. Ball geht ins Aus. ...20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Kann er was draus machen? Boah, von dem Ball eigentlich wegkickt mit der Grätsche. Geht da mit vollem Einsatz zum Ball. Ja, immer voller Einsatz, Alter. Schönes Zuspiel hier. Da kommt die Flanke. Hä? Tja, okay. Das war keine gute Flanke. Junge, alles klar, Wolle, der ist safe jetzt drin, aber anscheinend nicht. Chance zur Flanke jetzt. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Absolute Stille im Stadion. Also mit so einem Auftritt der Mannschaft haben die wenigsten gerechnet, ganz offensichtlich. Und dabei war die Euphorie vorher riesengroß. Davon ist nichts übrig geblieben. Was hier, wenn du mit dem Tabellenführer spielst? Tolles Zuspiel. Entschuldigung. Vielversprechende Situation hier, aber der Ball geht leider zum Gegner. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Er zieht ab! Boah. Was eine Chance! Latte! Der Torwart hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend. Das zeichnet einen klasse Keeper aus. Ein echter Ritter. So ein Kopfball-Tor. Die Ecke kommt rein. Den Ball hat er nicht voll getroffen. Ja, und deshalb der. Und dann sind wir gleich ready für Barca. Zehn Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Ball fliegt hoch rein. Oh, no. Ja, könnte was werden. Ja, gibt Vorteil, vielleicht die Chance mit dieser Flanke. Oh, Anspiel? Irgendwas von Foul. Irgendwas von Foul. So, er wird den Ball reinbringen und was kann daraus entstehen? Gar nichts. Die ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Da könnten die halt echt noch ein bisschen smarter werden. Er ist der Mann Rolon. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Da kommt der Pass. Da ist er jetzt durch. Der muss da drin sein. Voll wollte ich ein bisschen tricksen davor. Das sah vielversprechend aus, aber nun Ballverlust. Und es gibt Abstoß. Na gut, das Ding dürfte entschieden sein. Ballverlust. Und 6:0 ist noch nicht die größte Rasur. Klasse, da sieht er das. Schönes Zuspiel. Gute Aktion. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Es gibt größere Rasuren. Geklärt ins Tor aus, gibt Ecke. Ecke in die Mitte. Ah, da landet der Ball dann doch beim Gegner. Wollen wir uns langsam mal zurückziehen, nicht allzu viel Sprit verbrauchen. Esteban Rolón. Jetzt ist es gefährlich. Der Trip mit viel Übersicht.
Oh, da kann man nochmal einen Schönheitstreffer noch reinmachen. Da setzen sie noch einen drauf und spielen es hier, und das finde ich gut, konsequent zu Ende. 7:0, wir haben hier Rückennummer 7. Das kann kurz noch nur bedeuten. Legen Sie hier nochmal nach. Ja, das Spiel ist natürlich längst entschieden, aber klar, so eine Chance nimmst du trotzdem gerne mit. Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie, und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. So, jetzt zeichnet sich doch deutlich ab, welche hier die bessere Mannschaft ist. Stimmt absolut, Wolf. Auf dem Papier waren sie ja der Favorit, aber sie konnten das, und das ist wichtig, auch auf dem Platz umsetzen. Keine gute Flanke, einfach so. Kommt auch nochmal ans Spiel und dann wartet jetzt. Der Schlusspfiff, das war's. Wirklich eine Top-Vorstellung, die sie uns heute hier geboten haben. Hat das Zuschauer Spaß gemacht. Und da ist es auch kein Wunder, wenn am Ende ein so souveräner Sieg dabei herausspringt. Also jetzt war es damit spannend. Oh, weiter. 7 Tore davon 2 gemacht. Könnte interessant werden. Aber wir speichern gerade mal und dann werde ich noch mal das Spiel neu starten. Halt F4. Was war denn her? 103 Spielstunden. In FIFA. Also nur in FIFA 20. Da kann ich ja nicht auch spielen. So, ja, Quatsch, still. Von 19 habe ich 136. Wait, ich habe FIFA 19 noch installiert? Ich kann deinstallieren, um Speicherplatz frei zu machen. Wie ruhig das hier ist, ey. Das ist im TS. Achso, scheiße, ich soll doch auf Spielen drücken. Keiner ist im TS, mit dem man irgendwie LOL oder... Wenn Thorsten damit jetzt kommen würde für Apex. Damit würde ich ja noch d'accord gehen. Der aktuell vielleicht sogar das Liebste passieren könnte. Der muss auch ein bisschen Apex spielen. Und ich habe aktuell nicht sonderlich einen Grund, Apex zu spielen, will aber Apex spielen. Geht's jetzt? Ist möglicherweise beschädigt und kann nicht verwendet werden. Warum denn? Und was ist der EA's FC-Katalog? Abbrechen gedrückt. Was ist denn dieser Katalog? Sehe ich das Ding hier? Lol, der wurde bearbeitet. Hier kann man sich jetzt mehr Sachen kaufen, glaube ich. Aus Bälle und so ein Quatsch. Bits of spring are in the world.
Warum soll ich mal neue Schuhe kaufen und so ein Quatsch? Aber das ist, glaube ich, alles nur Gameplay Online-Karriere. Hier müssten wir eigentlich reingucken. Hier wird halt nur leider nichts. Naja, keine Ahnung. Machen wir so. Sie wissen, dass ich hier bin. Barca, ey. Holy shit. Das hört halt anders. Schwer, glaube ich. Na gut, starten wir einfach mal. Keine Ahnung, ob wir jetzt die Spieler sehen oder nicht. Oder ob das wieder so ist wie gerade eben. Heimtrikot. Wir können im Alternativtrikot meinetwegen spielen. Das dürfte gehen. So. Sieht ja ganz gut aus von der Aufstellung her. Alle sind fit. Dann würde ich sagen, wo man die Copa? Heute freuen wir uns auf ein tolles Spiel, ein echtes Highlight. Seit Tagen wird nur noch über diese Partie geredet. Gleich geht's los, bleiben Sie dran. Willkommen im Estadio La Rosaleda. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß, neben mir sitzt der Kollege Frank Buschmann. Wir werden das Ganze für Sie daheim kommentieren. Und wir zeigen Ihnen heute das Achtelfinale in diesem Wettbewerb. Das dürfte ein tolles Spiel werden. Wir sind also im Achtelfinale angekommen in diesem Wettbewerb. Jetzt wird natürlich auch die Nervenbelastung immer größer. Unter den besten 16 sind sie schon, aber ja, ist ja logisch. Die wollen mehr. Hier soll noch nicht Schluss sein. Und hier die Startformation des FC Malaga. Wir sehen die auch schon wenigstens. Wir sehen bei Ihnen heute ein klassisches 4-4-2. Klassisch deshalb, weil da tatsächlich zwei Viererketten aufgestellt sind. Häufig wird heute ja eher mit einer Raute gespielt oder in ganz anderen Formationen. Da sehen wir es aber nicht, okay. Ich gucke mir das jetzt mal an. Also ist das irgendwie broken, keine Ahnung. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Barca. Marc-André Ter Stegen im Tor, Alejandro Messi Grimaldo spielt, nicht, spielt okay, neben Mann, nee. Dani Carvajal in der Timo Abwehr. Werner haben sie starten nicht so okay. Offensiv, vorne nur ein Stürmer. Naja, aber wenn aus dem Mittelfeld Werner nicht bei PSG kommt, dann kann das doch, klappen. Ne? Ja, das ist mittlerweile wohl bei Barca. Alles klar. Wir können die schlagen. Das wissen wir. Das war der Anstoß. Spiel läuft. José Rodríguez. Oh. Klasse Zuspiel. Guter Steilpass. Ball an den kurzen Pfosten. Noch ist die Chance. Sie machen das Tor schon in dieser Anfangsphase. Das ging mir jetzt zu schnell. Und einen besseren Start hätten Sie sich kaum wünschen können. Scheiße. Barcelona jetzt vorne. Ein Fehler gemacht und direkt dafür bezahlt. Den Ball spielt er raus. José Rodríguez. Jetzt kommt der Schuss. Boah, was für den nicht verzogen. Ein paar Meter neben das Tor.
Kopfballduelle gewinnst du halt nicht. Werner. Nein, du bist halt echt. So, Maximin. Werner. Gutes Tackling, gute Zweikampfführung. Ball gespielt. Super dazwischen gegangen. Werner. Oh Gott. Starke Parade. Ecke kommt. Die Ecke kommt gut rein und dann eigentlich auch ein guter Abschluss. 10 Minuten sind schon mal. Er setzt das Ding knapp da. Schwierig. José Rodríguez. Tolles Zuspiel. Jetzt ist es gefährlich. Alles frei. Diesen genau Kopf in die Arme. Ja, der war wieder genau. Wollte ihn auch eigentlich nicht als Vorlage verwenden, sondern direkt abziehen, aber. Ja, nicht anders. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Wir müssen definitiv mehr darauf achten, was für Trikots wir verwenden. Ja, könnte was werden. Wo machst du den hin? Das gibt Ecke. So, Ecke kommt. Schöne Aktion. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Die Hereingabe kommt an den langen Pfosten. Ja, wieso läufst du nicht weiter? Lauf doch einfach weiter. So, Maximo. Du musst ihn abziehen können. Barella. Mané. War das ein Nudelmarke? Werner. Barcelona mit dem Angriff. Werner. Ein klasse Schuss, da hat er ein bisschen Pech, der geht knapp vorbei. José Rodríguez. Sie haben Platz. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Jetzt eine gute Flanke. Könnte gefährlich werden, es gibt Ecke. Schauen wir uns nochmal eine Aktion von ihm an. Ecke kommt in die Mitte. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Ach, scheiße. Ja, war ziemlich abgezogen. Wer wäre da sowieso in die Tasche gekommen? Frenkie de Jong. Die Fans können es nicht glauben. Okay. Für sie war das ein klarer so ein Ding, wie wir es halt gerade eben gemacht haben. Ballverlust Barcelona. Was soll einmal in 100 spielen? Aus. Macht er gut. Er schießt. Nein, das kann auch nicht sein. Auch ein Einwurf kann Gefahr bringen. Sie müssen konzentriert verteidigen. Klasse Pass! Gut mitgespielt vom Torhüter, er fängt den Ball ab. Haben die aber die beiden gerade Haare aufs Maul gelegt. Barella. Okay, das sind die Pläne, die wir haben, die sind gut. Jetzt Carvajal. Der Umsetzung. Timo Werner. Scheitert so. Und ein bisschen am Glück, als ob der immer noch im Ball ist. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Nein, das Abseits! Ja, oh Mann! Er pfeift sie zurück, es gibt da kriegt Abseits. Er in der letzten Sekunde nochmal einen Boost oder so. Der leckt mich da. Frenkie de Jong. Mané. Da wäre jetzt Platz für Barcelona. Keine Schwierigkeit hier, ganz problemlos gehalten. Oh Maximin! Da springt der Ball. Kurz vorher noch mal tückisch auf und dann trifft er ihn nicht. Ja. Kein Vorwurf an den Spieler, das war schwierig. Super dieses Spiel. Nice. Was macht er draus? Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Ja! Alles wieder Ausgleich. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie sie sehr reagieren. Schön. Hatten ja eigentlich bisher alles gut im Griff. Sehr also, schön. Da schauen Ausgleich. Wir noch mal ganz genau hin bei diesem Tor. Aber das Ding auch maximal. Konnte er ja fast nicht anders, als hier zu treffen. Dann viel kann er nicht machen. Aber. Perfekt. Wunderbar anzusehen, wirklich. Sehr schön. Da hat die Abwehr schlicht und ergreifend keine Chance. Nee, Zuschauen ist angesagt. Klasse vorbereitet, der Treffer. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Timo Werner. Jetzt können sie gleich den Ball einwerfen. Deswegen, wenn wir jetzt dürfen wir nur keinen mehr reindrücken.
Unentschieden bisher, dazu passen auch die Ballbesitzquote. Am liebsten logischerweise würde ich jetzt noch einen machen oder das wenigstens erstmal so in die Halbzeitpause safe. Mané. De Jong. Gefährlich! Sieht gut aus, was sie da machen. Der letzte Zug zum Tor fehlt noch im Moment, aber sie suchen natürlich ganz geduldig die Lücke. José Rodríguez. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Der Angriff könnte was werden. Ja, Freunde! Kannst du einen Konter fast nicht spielen. Wolf, ganz ehrlich, das war fast schon beängstigend. Vorne. Wie schnell sie da vorne waren. Und dann auch noch dieser Abschluss. Perfekt. Sehr schön. Ganz alleine macht er das. Schnappt sich den Ball und gibt ihn erst wieder her, als es aus Sicht der Abwehr zu spät ist. Herrliches Tor. Jetzt muss Barcelona kämpfen, um wieder ins Spiel zurückzukommen. Klasse Vorstoß, da müssen sie aufpassen. Sieht gefährlich aus. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Schöner Pass. Was für ein Problem ist hier niemand. Die Flanke. Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Die offizielle Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt's noch extra. Oh, haben wir mal playen lassen. Okay. So, Maximin. Jetzt Carvajal. Barcelona verliert den Ball. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Aber vielleicht kommen wir zusammen. Klasse Einsatz. Und ich auch noch mehr Tore schießen, wenn ich über Barca. Es ging hin und her. Und wir zeigen will. Ist okay. Wir haben früh unnötig einkassiert, dann haben wir nachgelegt, schön zugemacht, schön verteidigt. Jetzt müssen wir nur so weitermachen. Spielabschnitt 2. Barcelona hat einiges zu tun. Bislang sieht man sich hier einem Rückstand gegenüber. Lucas. Varela. Saint-Maximin. Werner. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Wo rennst du denn lang, Alter? Was war das denn für ein Laufweg? Okay, da war ich gar nicht anders quasi dran. Hat der so ein Spiel gewechselt? Ballverlust Barcelona. Da kommt der Pass. Chance. Schade, war nicht mal abseits. Der Ball geht vorbei. Das war echt knapp, aber war nicht von selbst. Kein Tor, unfassbar, kein Tor in dieser Szene und es wäre so wichtig gewesen. Varela. Barcelona über außen. Ah, ich komme nicht hinterher. Jetzt die Flanke. Er versucht's. Oh, der geht fast noch rein. Und das aus diesem Winkel. Fuck. Kann man denn so einen Laufweg gehen? Kann man noch sagen, dass der Ball fast rein. Rafael Varane ist zu Paris Saint-Germain gewechselt und verlässt Bayern München. Es ist wichtig, dass er jetzt Klarheit hat für den Spieler. Ich komme gegen den hier oben nicht klar, ey. Unangenehme Situation. Er verhindert die Flanke. Maldo, der ist so da kämpft er sich schnell zurück. Klasse, er hat den Ball. Eine Flüge kann man gegen und Barca da kommen echt nicht die Auswechslungen. Spielen. Neue Spieler für beide Teams. Tielemans. Der hat sich genau da gerade aufgemacht. Oh, Scheiße. Den kriegt er nicht mehr. Kriegt er wohl noch. Als da kommt die Flanke. Wirklich torgefährlich ist das am Ende nicht. Nee, den Kopfball trifft er einfach nicht richtig. Kommt nicht hinter den Ball. Viel zu ungefährlich. Das ist noch auf Messerschneide hier aktuell leider. Tick-Tack, Tick-Tack. Die Uhr tickt für den Außenseiter, der hier überraschend in Front liegt. Und das alles andere als unverdient. Das könnte was werden. Ballerung. Ach fuck, der hab ich nicht gesehen. Sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Den hab ich nicht gesehen. Auch das war wieder ein exzellentes Zuspiel. Jetzt keine Rote. Und Barcelona bekommt hier den Freistoß. Er hätte anders reagiert. Er lässt die Karte nochmal stecken, gibt ihm aber ein paar Worte mit auf den Weg.
Und jetzt muss er sich zurückhalten. Beim nächsten Mal dürfte der Schiedsrichter anders entscheiden. Frenkie de Jong. Tielemans. Grimaldo. De Jong. Mané hat den Ball. Frenkie de Jong. Schade, der wäre fast drin gewesen. Ja, sah richtig gut aus. Genauso müssen sie weitermachen. Kai Dybala. Pass auf den Flügel. Komm schon, Jungs, Anspielstation. Die Riesenchance. Genau so, geile aber nicht Frage. Ganz so. Da hat er den Ball nicht richtig getroffen. Guter Pass. Ja! Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. So. Und mit dieser Führung kommt Rücken, aus dem Nichts aber drin. Das war wichtig. Das war ein sehr wichtiges Tor. Starkes Tor und überragend vorbereitet. Ah, sehr gut gespielt. Und die Direktabnahme ist dann technisch sauber. Er hätte Testing halten können. Aber hey, ich beschwere mich nicht. Wieder Kai Dybala. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Barella. Das könnte was werden jetzt. Saint-Maximin. Die Gelegenheit für die Flanke. Stark verteidigt. Sie müssen aufpassen jetzt im Spielaufbau. Ballverlust. Ja. Aufpassen im Spielaufbau. De Jong. Ah, ich habe Kram am Fuß, nicht jetzt. Ach Gott, der Ball okay, fliegt Richtung Tor, geht aber dann doch ein gutes Stück drüber. Böne. Das ist der Cucurella. Kai Dybala. Zeit läuft ja für uns. Eigentlich müsste jetzt das mal ganz clean runterspielen. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Es sei denn, ich mache noch selbst ein Tor. Super Kopfball. Der Ball ist drin. Und hier sehen wir den Kopfball nochmal. Klasse. Sehr Tor. Schön. Den macht er mit dem Kopf. Jetzt ist es rum für Barca. Gutes Timing in dieser Szene. Und dann trifft er die Kugel richtig gut. Yes. Das Tor sehen wir jetzt nochmal in der Verlangsamung. Hab ich doch noch getroffen. Ja, da konnte er ja fast nicht anders, als hier zu treffen. Die Hereingabe perfekt. Hab ich also wunderbar doch noch getroffen. Anzusehen, wirklich. Und da haben wir es nochmal, das Kopfballtor, Buschi. Ja, Wolf, da hat es gepasst. Aufmerksam vorbereitet, kühl verwandelt, klasse. Und diese Führung ist doch mehr als deutlich. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Ich habe gesagt, wir haben ein Potenzial. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Ah, das sieht gut aus. Jetzt wird's gefährlich. Da können Sie klären. Ich glaube, wir kriegen wenigstens nicht raus. Er geht runter nach einem wirklich guten Auftritt. Hereingabe jetzt. Ah, scheiße. Nein, doch nicht. Ach, wieder dran größer. Nicht so gut rein. Also, das bringen wir nicht wirklich die großen Leute bei unserem Team. Außer Ecke. Barcelona über außen. Ach, klasse Pass. Hinterher. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Knapp. Der Ball geht deutlich neben das Tor. Also, die ganze Aktion war knapp. Klasse verteidigt. Ah, nein, jetzt der war ein Fehler. Abschlag ist ihm völlig verunglückt. Kann jetzt gefährlich werden. Franke kommt weit. Oh, Latte, da wäre der Treffer beinahe gefallen. Stark gemacht eigentlich. Ich weiß nicht, ob das wollen wir mal raus hier. Super Aktion, das ist die Balleroberung, unwiderstehlich. What? Der FC Barcelona bekommt den Freistoß. Okay. Ich weiß ja nicht, wie das passiert ist.
Keine Schwierigkeit Dauer. Hier, ganz problemlos gehalten. Oh, jetzt machen wir ein Zeitspiel. Schicken ihn einmal durch noch auf Ehrenbruderbasis. Kai Dybala. Dann haben wir es tatsächlich gegen Barca geschafft. Da ist die Flanke. Gut aufgepasst, der hat die Flanke. Und mal einen Abstoß und dann Pfeif. Jetzt weist der Schiedsrichter ab und das Spiel endet mit 4:1. Das ist der Sieg. Das kann ganz. Ich habe am Ende nochmal ein schönes Revanchen gemacht. Geht, dann wird's gefährlich. Mit dem 3:2 war ich ja eigentlich schon fein. Na gut, 4:1 hat die Bewertung noch ein bisschen nach oben geschraubt. Real gewinnt 5:0, Madrid gewinnt. Corona gegen Granada gewinnt. Valencia. So. Eigentlich alles wie erwartet, wenn ich hier so drüber gucke gerade. Pass auf, Halbfinale kriegen wir, oder Viertelfinale später kriegen wir dann Dings. Real, mit Sicherheit. Malaga gegen Las Palmas auf dem neuen Team. Gar nicht. So. Oh, jetzt spielen wir schon gegen Las Palmas. Danach kommt Valencia. Okay, ist auch nicht viel einfacher. Aber ist immerhin nicht Real. Malaga gegen Valencia. Sevilla muss gegen Madrid ran. Atletico hat ein recht einfaches Matchup. So, im Vergleich schätze ich mal. Ich gehe mal auf. Ja, bei uns weiß ich nicht. Valencia kann stark sein. Naja, schauen wir mal. Kommt ja gleich schon das Spiel. Also hier. Muss man ja wirklich warten. Ich hab genau doppelt so viele Tore wie absolvierte Spiele. Ich war jetzt gerade pro Spiel wirklich schnack 2 Tore. Bin ich eigentlich kacke. Falsche Tasteneingabe. Willkommen im Estadio La Rosaleda. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel. Eblich heute. Am Mikrofon begrüßen Sie wie immer Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Und heute präsentieren wir Ihnen ein Ligaspiel. Das müsste eine klasse Partie werden hier. Ein interessantes Ligaspiel natürlich, Wolf. Das sind zwei Mannschaften, die sich heute zeigen wollen, die sich zeigen müssen. Die Fans haben eine hohe Erwartungshaltung. Und hier die Startformation des FC Malaga. Gucken wir auf die Formation. Ist ein 4-4-2 heute bei Ihnen. Ist eine eher klassische ein bisschen Anordnung. Glaube ich, kann man so sagen. Zwei Viererketten, dann die beiden vorne drin. Und dann gucken wir einfach mal, wie sie das dann wirklich auf dem Feld umsetzen. Hier kommt die Aufstellung der Gäste. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen sie nachrücken. Hey. Da nimmt er ihm den Ball ab. Sehr gutes Tackling. Unfreundlich hier. Treffsicher sind sie ja. Das wollen sie sicher auch heute vor den eigenen Fans zeigen. Und sie haben natürlich auch in dieser Partie beste Chancen. Aber wir haben uns Lückenpause zu erlauben. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus.
Die werden auch noch kommen. Sieht gefährlich aus. Gefährlich! Er kann ihn reinbringen. Schießt er ihn rein. Oh, aus dem Stand. Frühes Tor, das wird interessant. Aus dem Stand, schön. Immer wenn ich ungefähr nicht viel verstehe, dann fange ich dann halt schon. Und am Ende eben das Tor. Da liegt der Ball richtig gut über viele. Schreie ja nicht mal rum oder so. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Ja, könnte was werden. Benito, sie holen sich den Ballbesitz. Abwehr ist zur Stelle. Steilpass wird abgefangen. Macht er gut. Gute Aktion. Und er schießt. Ungefährliche Aktion. Kein Problem für den Torwart. Gute Aktion. Ungefährliche Aktion. Na, Bruder. Christian Rivera. Sie rücken schön nach. Bieten sich an. Da haben Sie den Ball. Gut gemacht. Schöner Pass. Das muss er besser timen. Hier ist es dann abseits. Offside. Fabio Gonzalez. Toller Pass. Jetzt ist es gefährlich. Was ja. Macht er draus? Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Jetzt ist er auf. Das geht schnell. Das wird 2 zu 0. Jetzt die Flanke. Ein der Call. Tor. Absolut, Wolf. Das war übster Ärger. Der Call. Ich habe eher gedacht, dass er das über, dass ich das über Olle mache. Klasse. Gucken wir nochmal drauf. Hier ist der Kopfballtreffer. Er ist gut hochgestiegen und trifft geht den Ball so. Natürlich perfekt. Ah, der Winkel war vielleicht zu weird. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Sie verlieren den Ball. Und damit sind sie am Ball. Ja, gut. Ich war schon bei der Anspielstation. Gucken wir mal. Benito. Ball. Jetzt könnte es gefährlich werden. Der Angriff könnte was werden. Kein Problem hier mit diesem. Ich finde, sie sind so tief machen. Die harmlosen Ball. Aber wir haben schon einen guten Keeper. Er hat nur ab und zu eine Dunkelmomente, meistens gegen große Mannschaften. Aber hey. Kann er was draus machen? Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Sie macht ihn noch nicht dahin. Weiter im Bedrängnis. Tolle Aktion. Oh. Sowohl der Fallrückzieher als auch die Reaktion des Torwarts. Sieht gefährlich aus. Abgepfiffen. So dumm, echt. Wie offensichtlich die ins Abseits rennen. Das ist so dumm. Bekommt den Ball, technisch stark gemacht hier, auch unter Druck. Fabio Gonzalez. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Sie haben den Ball. Ja, ja gut. Klasse Pass. Kommt jetzt die Flanke rein. Klasse Aktion, Ball ist weg.
Super dieses Zuspiel. Boah, viel Platz jetzt. Mann, schön. Volleys sind das Geilste, was es in diesem Spiel gibt. Ey. Über mehrere Stationen kommen sie da auf die Außenbahn und dann war es klar, dass es gefährlich wird. Knapp vor Flanken. Der war schwer zu nehmen, aber er macht ihn rein. Ganz stark gemacht. Ein richtig schönes Tor. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Sehr schön. Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe verdient. Christian Rivera. Benito. Klasse Zuspiel. Ist natürlich mutig, es von da zu versuchen. Ja, stimmt. Das findet der Trainer überhaupt nicht witzig. Da müssen sie mehr rausmachen. Jetzt der Ballverlust. Gefährlich! Okay. Ob diese Partie wirklich nochmal spannend wird? Für den Moment steht es hier 3:0. War eine gute erste Halbzeit. Ich bin gerade nicht ganz bei der Sache. Ich nehme mal, warten, dass immer noch jemand hier vorbeikommt. Ob sie hier noch was anwenden lassen? Mittlerweile schon. Rückgang 2 läuft. Circa. Eigentlich waren wir hier gegen Mittag verabredet. Aber naja. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. In den freien Raum. Der ist da! Was für eine Parade! Also ich glaube ehrlich gesagt, dass sie das Tor hier machen müssen. Aber der Keeper, sensationell. In die Ecke kommt. Ein schwacher Ball. Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. Der Ball ist gleich wieder weg, könnte also erneut gefährlich werden. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Okay, war nichts zum Glück. Ja, könnte was werden. Oh, ein bisschen so gute, also entweder machen wir den halt nur über den Boden und lassen den halt nur so ganz weg über den Boden schlittern. Das war eine tolle Szene. Oder die schießen halt viel zu hoch. Aber genau aufs Tor solche so Bälle, die mal in Richtung her, Winkel so gehen. Ist, konnten sie den schöne Aktion. Klasse, wie er das macht. Holt sich den nach Ball. Juve, okay. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Sieht gefährlich aus. Und jetzt die Chance. Weiter gefährlich. Dazu Juve. Lol. Schön. Der Verteidiger hat ihn noch berührt. Hätte ich nicht erwartet, dass es so passiert. Das ist natürlich bitter für den Torhüter. Den ersten abgewehrt, aber dann klingelt es trotzdem. Ja, aber am Keeper hat es hier nicht gelegen. Seine Abwehrspieler haben ihn einfach im Stich gelassen. Wir bekommen einen Spielerwechsel beim FC Jan Malaga. Spieler, und da bin ich mal gespannt, wie das dann im Spiel vor allem auch taktisch aussehen wird. Christian Rivera. Die Gäste werden wechseln. Ruhiger Spielaufbau, das sieht gut aus. Jetzt hat er den Ball wieder. Ich lasse meine Gegner halt gerne kommen und klaue ihn dann halt mit der Abwehrkette den Ball. Auf außen ist Platz. Klasse Pass! Weiß nicht, ich finde, die sind da hinten ziemlich durchgerüttelt und da kann man so viel schöner kontern. Er ist einfach der beste Mann auf dem Platz. 3 Tore. Eine Weltklasseleistung. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. Fabio González. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Super Zweikampf, den Ball hat er. Viel mit Auge. Super Pass, Ball kommt an. Und da ist das Tor. Langsam können wir mal aufhören. Keine Probleme beim Abschluss aus kurzer Distanz. Langsam können wir mal aufhören. Bisher ein unglaubliches Spiel. Er nutzt jede Chance.
Sie müssen viel enger bei ihm sein. Ist natürlich leichter gesagt als getan bei seiner Qualität. Einseitige Nummer. Sie liegen ganz klar vorne. Und ich wurde ausgewechselt. Schöner Zweikampf. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Nein. Jetzt der Ballverlust. Kann er was draus machen? Wenn er angekommen wäre. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Konterchance sah vielversprechend aus, aber da fehlt es nur die letzte Entschlossenheit. Ballverlust. Da kommt der Pass. Riesenparade, verhindert hier das Gegentor. Ich versuche dann, wenn ich halt mal was weiter vorne bin, auch einfach mal. Aber das war natürlich eine hundertprozentige. Um einfach mal Bälle aus der Entfernung rauszuhauen. Ja, und der Trainer hofft natürlich, dass das jetzt nochmal frischen Wind bringt. Dann versucht man es halt schöner zu machen. Einfach nur Tore zu tun. Genau so zum Beispiel. Schade. Oh, die war richtig gut reingespielt. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Fabio Gonzalez. In den freien Raum. Macht er gut. Alles frei. Es bleibt ich habe die Schulter reingebracht, aber gefährlich. Können Sie sich befreien? Sie schlagen den Ball. Die Gegenspieler dauern ein bisschen zu schnell. Was macht er draus? Ball an den kurzen Pfosten. Die Flanke hat er. Wird das seine Torchance? Er ist der Mann Rolon. Super gelöst. Wenn ich den Ball wäre, der wäre nämlich wahrscheinlich abseits. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Ja, ohnehin zu weit. Können Sie was draus machen aus dieser Szene? Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Ja, Moment, wenn du nicht zu dem Spieler wechseln kannst, zu dem du willst. What the fuck? Die Chance da. Passiert egal. Hier zu dem Spieler. Zu Rolon wollte ich vorhin wechseln. Das hat er einfach nicht durchgehen lassen. Zapata. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Ja, mit viel Übersicht. Klasse Pass. Jetzt ist es gefährlich. Schöner Einsatz. Wichtig, dass Sie da klären. Oh. Kommen ein bisschen weiter unten als gedacht. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Hereingabe geht darüber an den langen Pfosten. So, noch ein bisschen Ergebniskosmetik. Okay. Mehr aber auch nicht. Ja, schade. Das ist aber auch kein echtes Aufbäumen mehr. An der Niederlage ändert sich nichts. Aktueller Spielstand jetzt also 6:1. Kann man geben. Nachdem bislang nicht viel zusammenging, ist das Tor... War auch gerade live von Saftkonzentration, weil ich überhaupt nicht bei der Sache über den Weg vielleicht noch mehr Buschi. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Dafür war die Leistung bisher zu überschaubar. Gute Aktion. Gefährlich. Oh, schade. Den hatte ich drin gesehen. Den hatte ich drin gesehen. Den hatte ich. Ich muss mal kurz mein Kissen vom Stuhl nehmen. Und da wurde gerade ziemlich unbequem. Den sitze ich mir auch nicht. Ist jetzt nicht zu tief. Unaufhaltsam. Sieht gefährlich aus. Hey! Polish! Mach mal ein bisschen Sache hier. Er ist ein Abseits. Da holt er den Ball zurück. Der Ball ist nicht angekommen. So, da wird die Nachspielzeit angezeigt. 3 Minuten. Da gibt er zu Recht Freistoß. Kurz reicht ein Vorteil, hält ich. Fabio Gonzalez. Ballverlust. Und das ist der Ballverlust.
gut verteidigt. Die Hereingabe abgeblockt. Falsch reingezogen. War doof. Das ist es gewesen. Oh, sehr schön. Sieht gefährlich aus. Bonner Azur und jetzt hier gegen Valencia und danach schauen wir mal, wie in die Red Dead Story gehen. Weil hier kommt ja niemand anders. Achso, Transferphase. Aber wir gucken jetzt gerade mal nochmal in die anderen Tabellen kurz. Quatsch, da kann ich aber nicht hier nachgucken. Was denn gerade die anderen so machen? So, Bundesliga.
Vorwärtsbewegung jetzt. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Abwehrversuch, Schalter, Szene geht weiter. Dank, ey. Vorne jetzt die Balleroberung. Ich krieg den Ball nicht raus. Ja, passt auf. Boah, schön. Pusht doch ein bisschen besser oben, ey. Ja, mit viel Übersicht. Ganz gefährlich. Boah, was? Das haben sie natürlich perfekt gemacht. Sind früh drauf gegangen. Als ob der reinging. Klasse Aktion. So einfach kein Fußball. Was? Über außen gespielt, geflankt. Angenommen. Ein schneller und schnörkelloser. Alter. Okay, damit hat der Keeper einfach nicht gerecht. Da ist da instant Abzieher. 2-0 steht hier. Halt so, sie machen einen guten Eindruck. Holy shit. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Von Dogbia. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Das ist die Chance. Ein Abseits. Oh, gehalten. Unglaublich. Erstaunlicherweise für eine Parade. Ecke kommt in die Mitte. Da war boah, schade. Es gibt Ecke. Abstoß. Was? Und was denn? Okay, da war der Keeper da tatsächlich nicht mehr dran. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Rashford. Guedes. Rashford nicht von Liverpool oder Man City? In den freien Raum. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Gut gespielt, Ball geht nach außen. Flacher Ball in die Mitte. Okay, der Kasten weg ist der Ball. Das hätte gefährlich werden können. Was macht er draus? Den Ball hat die Abwehr. Ja, war schwierig, den da reinzubringen. Macht er gut. Den Ball erwischt er gar nicht gut und so ist der Schuss natürlich überhaupt kein Problem für den Torhüter. Hätte auch anders fliegen können. Dem Rasen macht der Regen heute nichts aus. Da gibt es ja mittlerweile Mittel und Wege. Ja, der Schuss jetzt. Ah, der war erst zu wenig Druck hinter. Da war viel zu wenig Druck hinter. José Rodríguez. Da haben sie jetzt Platz. Auf, Junge. Da kommt die Hereingabe. Ah! Schade. Also, der macht hier bislang einen richtig guten Eindruck. Ja, der macht da vorne drin wirklich, was er will. Die Abwehr holt sich den Ball. Stimmt nicht so ganz. Jetzt müssen sie aufpassen. Mich abhängen lassen jetzt. Jetzt könnte es gefährlich werden. Da erobert er den Ball. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Oh Gott, lauf doch. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Nein, doch nicht. Oh, das war schwer. Das war richtig. Wollt reinziehen, den rechts reinbringen. Also Ecke, okay. Ja, dann ist fein. Ecke kommt in den 16er. Nee, das will nix. Drüber. Drüber. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Von Dogbia. Klasse Pass. Gonzalo Guedes. Von Dogbia. Jetzt kommt die Ecke. Dodo.
kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Gute Aktion, da ist die Flanke. Eigentlich trifft er den gut, nicht aber unnötig der Ball geht dann doch einige Meter am Tor vorbei. José Rodríguez. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Spielt er den Ball in den Strafraum? Das ist die Chance. Schade. Weiter gefährlich. Busfian, bester Mann, echt. In diesem ehrlich. Viertelfinale. Und es sieht gut aus für sie. Bester Mann, der Typ. In den freien Raum. Das war 2-0. Das müssen wir jetzt es nur geht so halten. Weiter. Anstoß Valencia. Jetzt sind wir im Halbfinale der Copa. Lang kann die Saison ja auch nicht gehen. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Oh, schauen wir, vielleicht spielplantechnisch noch ein paar Spieler mit Mappen spielen können, wenn wir wieder zurückkommen. Nix. Der Schuss geht deutlich. Wenn wir ja verfrüht zurückkommen oder so, weil halt die Saison super früh zu Ende geht oder so. Ich meine, im April haben wir schon kein Spiel mehr. Da sind es basically nur noch knapp zwei Monate. Das sieht vielversprechend aus. In den freien Raum. Achtung jetzt. Ja, okay. Und er trifft. Muss man dann gehen. Der Treffer hier aus kurzer Distanz. Das ist dann am Ende kein Problem für ihn. Aktuell meine, wenn ich mich recht erinnere, haben wir im April schon kein Spiel mehr. Kein Seine Ligaspiel. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Boah, gerettet. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Jetzt die Flanke. Ball geht über die immer in der Ecke. Urbuschi, wir bekommen einen Spielerwechsel beim FC Malaga. Und ich bin mal gespannt, welche Auswirkungen diese Umstellung auf ihr Spiel hat. Ja. Erstmal geklärt. Überhaupt nicht hingezielt, aber ist okay. Sie verlieren den Ball. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Demnächst geht es in der UEFA Europa League weiter für den FC Valencia. Dann geht es zu Hause gegen Wolfsburg. Und das ist ein klasse Duell. Wir freuen uns drauf. Auswechslung. Mal sehen, ob sie durch die Umstellung besser ins Spiel kommen. Noch liegen sie hinten. Jetzt hat er Platz, jetzt muss er flanken. Ahnt lauf, hier diesen lauf, Pass, lauf, weg lauf. Ist der Ball. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Eben. Jetzt haben die Spekulationen um ihn ein Ende, denn sein Wechsel zu Manchester United steht fest. Zu weit nach vorne, gut oh Mann. Von Neuder, bringt den Ball ab. Da war die Chance für den Konter da, aber so wird das nichts. Der Ball ist wieder weg. Was wir jetzt müssen uns halt dran halten. Joey Linton. Joey Linton geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Das ist halt jetzt nicht noch verkacken. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Schneller als klasse der. Pass. Oh, aber nur eine Beschleunigung, nicht im Sprint. Findet keinen Abnehmer. Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Ach du Scheiße, wo ging der denn hin? Aufstehen. José Rodríguez. Chance. Ah, schade. Zwei Tore für uns sorgen können, aber der bringt den Ball im Tor nicht unter. Das wird ihn ärgern. Damit hätte er für etwas klarere Verhältnisse sorgen können. Ja. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Richtig. Gefährlich. Ball kommt weit. Das sah gut aus. Boah, der hab ich drin gesehen. Oh Mann. Muss die Fernwart ausgewechselt, ne? Scheißendreck. Und jetzt schwierig, noch ordentlich über Ecken zu gehen. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Also ja, mal probieren rundherum zu gehen. Jetzt müssen sie aufpassen. Nicht.
Caldara. Mein Glück kenne ich halt in der 90. das Gegentor kassiert. Ein Ausgleichstreffer. Nein, fuck! Will man grätschen, dann kommt der Ball zu einem und dann macht er den weit weg. Von Doppia. Diese Doppelbelegung, ich weiß, es geht nicht anders, aber es kotzt so an. Jetzt vielleicht der Vorstoß auf außen. Gonzalo Guedes. Ist das der Ausgleich? Noch ist die Chance da. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Schönes Zuspiel hier. Klasse gemacht. Da ist die Flanke. Oh mein Gott, was tust du? Gefahr bei diesem Kopfball. Ich weiß nicht, da muss er schon mehr rausmachen. Das ist doch harmlos. Fußball oder Basketball oder wohin sollte der Ball? Alter Schwede. Sie holen sich den Ball. Okay. Der Freistoß, klare Sache. Es gibt hier eine Auswechslung beim FC Valencia. Na, der neue Mann soll natürlich jetzt hier nochmal neue Ideen bringen. Sie lassen sie jetzt erstmal kommen. Ich weiß nicht, ob er das direkt versuchen wird. Die Distanz ist enorm bei diesem Freistoß. Kommen wir mal versuchen aus der Entfernung. Aber kann keine Freistöße treffen. Es ist eigentlich so weird, die fliegen so RNG. Am Ende, ja, für die beide ist das zu weit. Fängt diesen Ball ab. Er sollte da nicht hin. Joe Linton. Da können sie jetzt flanken. Gut mitgespielt vom Torhüter. Er fängt den Ball ab. Und die Fans geben jetzt noch mal richtig Gas. Es sind nur noch. Ja, schön. Schnelles Aufbauspiel. Lauf, 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 lauf. Ja! Er versucht. Das ist der Sieg. Muss der Sieg sein. Und ein weiteres Tor. Und sehr schön, Bobby, schön war das ausgespielt mit dem langen Steilpass, ey. So, der Treffer nochmal in der Wiederholung. Tolle Flanke von rechts. Das sehr schön rausgespielt, ja, schön. Der Treffer gehört zur Hälfte dem Vorlagengeber, keine Frage. Das sah sehr einstudiert aus. Buschi sieht so. Hoppala. Aus Wolf, auf jeden Fall kommt der Ball gut rein. Und dann ein toller Abschluss. Boah, sehr schön. 3-1 heißt es also jetzt. Er scheint nicht abspielen zu wollen. Läuft weiter mit dem Ball. Ah, ärgerlich. Ballverlust. Also, weil er den Ball abgibt, kriegt er ihn geklaut. So macht er noch einen Fehlpass. Harry Maguire. Ball schon wieder weg. Gut gemacht. Toller Pass. Steil gespielt. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Ein noch schöner Treffer. Schönes Pressing jetzt. Seine Pässe sind heute erstklassig. Schön ist das für halt jetzt für Halbfinale und Finale halt überhaupt gar keine. Ich glaube, eine gelbe Minuten. Karte. Einer ist vorbelastet. Ballverlust. Vergeben. Schöner Zweikampf. Das war's. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Auf Valencia besiegt. Zwar nicht ganz der Crush gegen Wasser, aber besiegt. Mit diesem Sieg ist es. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Einmal gespielt haben. Real hat gewonnen und ist weiter. Ich bin in der Liga halt eigentlich null. Muss man noch auf irgendwelche Namen kennen. O'Brien? Oh ne, ist aber ein Abgang. Was macht er gerade denn hier? Video geht.
Absolut keine Ahnung, wer das ist. Oh, warte mal. Wir müssen den Transfer gucken. Das hab ich übel vergessen. Schalke holt Kurt Zuma, okay. Wechselt innerhalb der Liga. Ja, das sind der Manuel Neuer am Schalke drin. Kenne ich nicht. Juan Fernandes, kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Erwarten. Ja. Auch nichts, die Leute. Das hab ich komplett vergessen, ne? Bin ich auch nicht. Nichts Neues. Schon mal 2 Stunden vor. Der Ganze vielleicht ein bisschen schneller geht hier. SSC Neapel holt Sebastian Haller. War der noch bei? So vor Arsenal, ja, nee, der war schon gar nicht mehr bei Frankfurt. Hier ist gern Interesse an Jovic, okay. Finde ich interessant, dass der hier schon im Paris-Trikot gezeigt wird. Lucas Martinez Quarter. Keine Ahnung. Argentinier. Ein paar recht große Transfers dabei gerade. Akzeptiert Angebot von VfL Wolfsburg, okay. Wenn ich nicht für Boden, keine Ahnung, wer das sein soll. Landsform. Richtig. What? Malaga jetzt noch irgendwen geholt oder eher weniger? Ja, Rodriguez geht. Braucht, glaube ich, nichts. Jeder zweite heißt so hier. Dortmund holt Odriozola. Okay. Also RB Leipzig gibt Spieler ab anscheinend. Mateta geht nach Atletico. Nach Madrid meine ich. Zu Atletico. Also hier sind ein paar dicke Transfers dabei, wie der hier zum Beispiel. Okay. Kann man ja mal machen. So, nächste Transferphase geht zurück für uns. Und ich hoffe dann in den anderen Verein. Weil die nächste Transferphase, lass uns dann wirklich auf die Kaufliste setzen und die bis zum Schluss durchrattern. Ja, sonst haben wir hier nichts mehr, alles klar. Teams komplett Transferperiode. Bye. Wir werden alle. Tag nach vorne. Ein Tag nach hinten. Wahrscheinlich müssen die umgesetzt werden, weil wir noch in der Copa sind, ne? Müssen wir den jetzt ran? Challenge Real. Atletico. Okay. Schade, mit Real Sociedad hätten wir noch den besten Pick getroffen. Atletico ist natürlich. Nee, Quatsch, ich spiele Real Sociedad. Was laber ich denn hier? Ja, dann ist ja optimal. Oben haben wir ein Madrider Duell statt Derby. Das führt wieder.
einen Fanblock geben. Nicht alles recht eindeutig. Alles klar. Also, Real Sociedad ist unsere beste Möglichkeit, ins Finale zu kommen. Da gibt's aber jetzt Rückspiel, oder was? Okay, dann können wir natürlich noch Februar spielen wir noch durch, März spielen wir noch durch, April haben wir auch noch Spiele, Mai haben wir auch noch Spiele, okay, never mind. Dann folgen doch noch ein paar Spiele. Aber nicht jetzt. Weil damit machen wir dann... Ah, Kopf juckt. Später weiter. So. Hey, Barca rausgehauen. Valencia rausgehauen. Das klingt ja grundsätzlich schon mal nicht schlecht. Ja, grundsätzlich schon mal gar nicht kacke. So. Jetzt würde ich einfach mal sagen, wir schauen ein bisschen in die Red Dead Story rein, wa? Weil hier, hier kommt ja anscheinend niemand. Und wenn nicht ist, dann ist halt nicht. Der bei mir hier die Spielstunden zählt, das übel wird. Naja. Oh. Da kann ich mich wieder zurücklehnen ein bisschen, ne? Bitte schön. Ah. Ja, ja. Während das startet. Wenn das gerade startet, kann ich mal gucken. Jos, ob Apex denn auch flüssig liegt. Vernährt. Yep. Das unbedingte Dateien. Oh, es gab wahrscheinlich ein Update. Gut. Dann wird das wahrscheinlich jetzt nicht auf auslaufen, aber soll mir auch egal. Jetzt gerade sehe die fährt ziemlich flüssig. Das ist gut, dass es das gefixt hat, weil das ist das einzelne Sachen, die mich tatsächlich noch aufgeregt hat. Abend. Ich hab's ja schlecht gehen. Aber ich hab's schon getötet. Wird aktualisiert, natürlich wird aktualisiert. Jetzt alte GTA 4? Echt jetzt? Wie viel kostet das? Ich will GTA 4 haben. LOL. 20 Euro. Ja, let's go. Das wäre cool, dass man jetzt auch GTA 4 sich hier holen kann. Noch gar nicht. Wait.
Achso, das ist. Okay, das ist mit dem DLC-Pack dabei, okay. Das ist ja cool. Ja, mein Bitrate geht gerade im Keller, weil der meint, der muss jetzt downloaden. Wenn ich gerade noch gesagt habe, breche den Scheiß ab. Na gut, dann würde ich sagen, spielen wir weiter FIFA, bis wer kommt. Warum installieren Origin ist nicht verknüpft? Warum muss ich jeden Tag alles hier neu verknüpfen mit der Kacke? Weil es ist eine Beta, aber es trägt trotzdem auf. Dann gehen wir halt zurück in FIFA. Bis dann mal irgendwer hier rumkommt und wir mal irgendwas anderes zocken. Ich mach den ganzen Tag schon. Naja. Spiel? Hallo? FIFA 20? 20 Stunden Handel. Ah. Ah. Passiert was. Aber viel andere Auswahl habe ich im Moment tatsächlich nicht. Der Rest ist eigentlich. Was willst du von mir, Alter? Abbrechen. Das Spiel ist einfach broken seit einem Update oder so. Keine Ahnung. Na gut, dann machen wir hier weiter. Almeria. Oh, okay. Genie schnöd. Oh, ich hab nicht gesehen, dass der versteht. Gut. Wir hören auf jeden Fall vorhanden. Es ist die Top-Partie am heutigen Tage in diesem Wettbewerb. Es ist das Spiel, das sich kein Fußballfan entgehen lassen darf. Na komm, mal weiter. Hallo und willkommen, liebe Fußballfreunde. Wir begrüßen Sie zu unserer heutigen Partie. Wolf Fuß und Frank Buschmann bilden auch heute wieder das gewohnte Kommentatorengespann. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Liga. Das dürfte eine hochinteressante Begegnung werden, Buschi. Ein interessantes Ligaspiel natürlich, Wolf. Das sind zwei Mannschaften, die sich heute zeigen wollen, die sich zeigen müssen. Schönes Zuspiel hier. Sieht gefährlich aus. Wir kamen erst ja, viel zu spät, zweitens ging dann nicht dahin, wo ich gezielt habe, aber okay. Schauen wir kurz auf die Startformation von Almeria. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Ach, aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Die Möglichkeit zu flanken. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Ist ein Eigentor fokussiert oder was? Und hier die Startformation des FC Malaga. Wir sehen bei Ihnen heute ein klassisches 4-4-2. Klassisch deshalb, weil da tatsächlich zwei Viererketten aufgestellt sind. Häufig wird heute ja eher mit einer Raute gespielt oder in... Er zieht ab! Boah. Er hält diesen Ball! Schwierig darum zu spielen. Die nächste Saison würde ich halt schon gerne bei irgendwas Größerem spielen. Ja, zumindest ist mal in der ersten Liga bitte irgendwo. Hey, Benne.
die Gäste zuletzt mit offensiv richtig starken Auftritten. Zurzeit haben sie auch die meisten Tore in der Liga erzielt. Vielleicht die Führung jetzt. Und drin ist der Ball. Boah, wichtiges Tor, ganz wichtiges Tor. Die Führung. Okay. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Eigentlich wollte ich einen Zweikampf gehen. Schuss aus der Distanz, aber keine große Torgefahr. Nee, das war dann am Ende doch zu unpräzise. Da hat eine Menge gefehlt. Er wird für ihr Spiel heute sicher wichtig sein. Okay. Bei ihm riecht es einfach nach einem neuen Torrekord. Das wäre natürlich überragend, wenn er das packen würde. In seiner momentanen Verfassung ist das denkbar. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Kann er was draus machen? Der Laus! Und der Ball geht knapp über die Latte. Okay. Halt du die Klappe. Das sieht vielversprechend aus. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Boah, kam der weird rein. Oh, ein Abseits, super. Kein Zweifel, das ist Freistoß. Da kommt Mariga hier. Mann, schnell ausgeführter Freistoß. Fängt diesen Ball ab. Kai Dybala. Das könnte die Gelegenheit geben. Da ist er durch. Yes. So, spannend in dieser Partie. Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Meine Güte, ich will Kack ausrutschen. Ist er dann kassiert, aufgehalten und bleibt auch vor dem Tor ganz ruhig. Eine immer super wieder Szene. Er ist einfach gedankenschneller als alle anderen. 1:1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Klasse Pass. Was macht er draus? Und jetzt der Schuss. Leute, das war das erste Tor. Doppelschlag. Was ist das denn passiert? Sie legen direkt nochmal nach. Sie sind im Moment wirklich unfassbar. Dann sind wir jetzt vorne. Da waren sie wohl noch geschockt vom Gegentor. Und dann klingelt es. Ach so, der hat ihn einfach reingelegt. Das sah weird aus, weil ich die Füße nicht gesehen habe. 2:1, hier ist noch alles drin. Er sieht das Foul, zeigt aber Vorteil an. Genau, richtig so. Das wäre eine völlig unnötige Unterbrechung gewesen. Er gibt Freistoß, klar. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Klasse Tackling hier. Sie wollten den Ball, Sie haben den Ball. Gute Aktion. Das war nicht zwingend genug. Den hält er sicher. Wie sieht das Wetter aus, Uschi, heute? Ups, der war zu weit. Einfluss aufs Spiel? Ja, also ist schon möglich. Der Ball wird bei Regen natürlich schnell und da rutscht einem Torhüter auch gern mal einer durch. Also die beiden Keeper müssen höllisch aufpassen. Da kommt der Pass. Oh, gefährlich. Jetzt ist es. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Da die Defensive im Alleingang auseinander. Die sehen alle nicht gut aus. Aber vielleicht liegt das auch daran, wie er sich dann durchtankt. Trotzdem, Fragezeichen, was die Abwehr betrifft. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. So, was machen Sie draus? Ja, könnte was werden. Schönes Zuspiel. Da war jetzt so von mir. Der Pass kam vielleicht. War jetzt meine Schuld, dass ich den gemacht habe. Stark gearbeitet hier.
Gut gespielt. Ball geht nach außen. Ist hier immer noch am Ball. Gute Aktion. Ja, boah, mit viel Übersicht. Hey, das war schon die Abwehrkette. Da zieht er ab. Boah. War gehalten. Unglaublich, was für eine Parade. Jetzt kommt die Ecke. So, erstmal geklärt nach dieser Reingabe. Okay. Kopfball geht ins Seitenhaus, gibt Einwurf. Gutes Tackling auf außen. Ah gut, den habe ich verloren. Ball wieder im Aus, gibt wieder Einwurf. Ja, das ist natürlich nicht leicht, da jetzt durchzukommen. Tolles Zuspiel. Schon leicht, finde ich. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Außenverteidiger, die einfach stehen Nein, bleibt. Doch nicht. Die Flanke kam nicht so gut rein. Wenn ich um ihn rumspiele. Schade. Wow. Kein Zweifel, das ist Freistoß. Naja, mal was willst. Also, seine Entscheidung ist ja mittlerweile bestätigt worden. Sein neuer Verein heißt Alter, FC Chelsea. Shit. Wer ist der Typ? Ein toller Transfer. Und er bringt ja richtig Qualität mit. Nicht von den Typen gehört. Es geht noch weiter. 4 Minuten gibt es extra. Da ist die Flanke ins Zentrum. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Das könnte die Gelegenheit geben. Ball kommt rein. Boah, Kopfball. Und was für ein Tor. Alles richtig gemacht. Lücke erkannt. Ball blitzschnell ja, Mann. Gebracht. Und dann der perfekte Abschluss. So, 4-2-1. So, der Treffer nochmal in der Wiederholung. Von links zirkelt er da den Ball herein. Wunderbar, wie er das macht. Ein glücklicher Abnehmer. Was für eine Aktion. Da hat wirklich alles gepasst. Ein super Kopfball, aber auch eine klasse Flanke. Wahnsinn. Ziemlich eindeutige Geschichte. Nach 45 Minuten liegen sie mit 4-1 vorne. So war das halt das schnelle 1-1 und das schnelle 2-1 gemacht haben. Sie haben eine überzeugende erste Hälfte gespielt. Wenn Sie weiter konzentriert bleiben, dürfte halt in Rückgang 2 nicht mehr viel passieren. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Sieht ja dann immer noch super Kilometer weiter rennen. Das ey. Ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. So Rückpässe sind halt echt schwierig. Er rennt halt immer was. Schöner Steilpass. Es geht manchmal um Zehntelsekunden. Hier war er zu früh dran und deswegen steht er im Abseits. Schöne Aktion. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Dieses Mal trifft er nicht. Er wird es verschmerzen können. Doppelpack hat er schon. Und wenn es so weitergeht, macht er auch noch sein drittes. Da sind Mitspieler frei. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Er überzeugt heute als Passgeber. Ach, Kacke. Den Ball kann er abfangen. Gefährlich. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Uff. Da ging er unfair rein und deshalb Freistoß. Robuschi, wir bekommen einen Spielerwechsel beim FC Malaga. Warten wir mal ab, ob dieser Wechsel dann auch den gewünschten Erfolg hat. Kein Tor, das ist Freistoß. Der Torhüter hat ihn. Das ist besser als meine Freistöße. Tolles Zuspiel. Achtung jetzt. Macht er ihn. Jetzt Eigentor! Und jetzt müssen ihn die Mitspieler erstmal aufnehmen. Eigentor! Er hat ihn selber reingehauen, der Bull. Und das ist natürlich ganz unglücklich gewesen. Er macht den Ball hier ins eigene Tor. Ja, der hätte so nicht rangehen das dürfen. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Der hat sich einfach verschätzt. Wir bekommen einen Spielerwechsel beim FC Malaga. Ja, schauen wir mal, ob das jetzt auch den erhofften Erfolg haben wird.
Hoffentlich sind sie jetzt nicht zu sehr geschockt vom Eigentor. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Was macht er draus? Da ist die Hereingabe. Die Flanke bleibt hängen. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Sieht genau gefährlich aus. Er ist frei, da kann was draus werden. Soll ich schon wieder er bei Flanke ist da spielen? Und kann den Ball hier klären. Flanken sind echt doch hier im Weg. Jetzt geht er runter. Eine überragende Leistung heute von ihm. Zieht einfach mal ab. Boah. Der Ball prallt zurück vom Pfosten. Loi. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Schuss! Super, oh, der war nicht drin. Das war technisch herausragend gemacht. Das stimmt eigentlich alles. Es fehlen nur die entscheidenden Zentimeter. Schade, ein schöner Abstauber gewesen. Da kommt der Pass. Klasse Pass. Die Hereingabe kommt an den langen Pfosten. Super Schade. Parade. Den Kopfball hält er. Und direkt zurückgespielt. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Wieder so ein klasse Pass. Der Ballverlust. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Es wird ungemütlicher, Buschi. Es regnet mittlerweile stärker. Oh ja, und das ist nicht leicht für die Spieler und für die Fans auch nicht wirklich angenehm. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Macht er gut. Sie holen sich den Ball. Vielleicht die Konterchance. Da war die Chance für den Konter da, aber so wird das nichts. Der Ball ist wieder weg. Da passt er auf und hat den Ball. Gute Aktion. So, was machen Sie draus? Kann er was draus machen? Ja, könnte was werden. Jetzt ist es gefährlich. Ich habe versucht, Lewis in die Mitte vorzuziehen. Da verlieren sie den Ball. Den spielt er gut. Funktioniert sogar noch, aber der kommt nicht zum Abziehen. Oh Mann. Das Spiel ist bald vorbei. Und wenn man ehrlich ist, war es eine einseitige Nummer. Hier dürfte eigentlich nichts mehr passieren. Und jetzt die Chance. Oh. Kein guter Schuss, der geht weit vorbei. Ja, ja. War daneben. Was macht er draus? Boah, viel Platz jetzt. Oh, noch eins. Mit dem Kopf hat er es gemacht. Im Endeffekt wieder mal Flanke, aber hat sich halt so ergeben. Richtig gutes Tor. Den macht er mit dem Kopf und wie sehr gutes Timing in dieser hat's Szene. Hat sich halt einfach so ergeben. Und dann trifft er die Kugel richtig gut. Oh, fuck, so haben die eigentlich auf einer Seite so ein Riesentor. Obwohl, nee, die großen. Klasse rein. Gleich. Aber ist das nicht ein Ziemlich ist das recht Angelegenheit heute in dieser Partie und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. Aber ich muss zumindest noch einmal in Richtung deren ihr Tor. Bin gerade verwirrt. Ja, gut, sie machen da Druck jetzt. Ball ist im Aus. G-
gefährlich. Guter Vorstoß da jetzt. Die Tore sehen halt so krank viel kleiner aus von der Seite. Ballverlust. Scheiße. 3 Minuten Nachspielzeit wird es hier geben. Nee, die Klasse Pass! Und er gewinnt den Zweikampf. Nicht drehen, aber das war knapp. Nein, abgeflacht ist Quatsch. Ich laber Scheiße. Da haben wir den also, in letzter Zeit läuft es ganz gut. Liga kriegen wir richtig schön dominiert. Wir müssen auf keinen anderen gucken. Jetzt kommt. Egal, was passiert hat. Das wird lustig, Kappa. Stehen die gerade in der Tabelle? Ich meine, die sind immer so Europa League Platz in etwa. Vielleicht kurz darunter. Ich meine, aber so in den Dreh sind die auf jeden Fall. Sich die dritte Liga mal aktualisiert. In Spanien schon vorbei, oder? Ich nicht. Ach, ja, so um den Dreh hätte ich die eingeschätzt. So um den Dreh hätte ich die tatsächlich eingeschätzt. Ich wollte gerade mal interessieren, was macht das Vieh? Die kommen da unten nicht ordentlich raus. 2 Siege. Burnley hat immerhin 4 Siege. Das sieht besser aus. Naja, wollen wir mal. Geht schon. Sonst hast du keinen Trikot haben. Auch bei Regen. Regen noch, ey. Aber wahrscheinlich würde es stattdessen schneien, wenn die in Spanien wären. Grätsch dich weg. Ich habe sogar den Ball weggegrätscht. Guck mal. Na gut, dann wollen wir mal. Es ist die Top-Partie am heutigen Tage in diesem Wettbewerb. Es ist das Spiel, das sich kein Fußballfan entgehen lassen darf. Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem heutigen Spiel. Am Mikrofon begrüßen Sie ganz herzlich Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und es geht heute in diesem Wettbewerb um das Hinspiel im Halbfinale. Real Sociedad gegen Malaga. Halbfinale-Hinspiel und das ist ein Kracher. 2 Teams, die, welche Überraschung, ins Finale wollen, die sich auch heute wahrscheinlich wieder etwas ganz Besonderes ausgedacht haben. Es ist ein spannendes, ein hochinteressantes, ein offenes Duell. Da haben wir also die Startaufstellung von Real Sociedad. Kurzer Blick noch auf die taktische Maximilian Arnold, okay. Ja, da sehen wir bei Ihnen heute ein 4-3-3, 3 Stürmer und klar, dass es über die Flügel gehen wird. Da heißen sie alle gleich. Thank you.
Und hier die Startformation des FC Malaga. Kurzer Blick auf die Formation, Buschi. Ja, da sehen wir ein 4-4-2. Gibt's auch noch. Zwei Viererketten und vorne zwei Stürmer. So. Der Ball ist frei. Das ist da hinspielt. Dann direkt auswärts. Oyarzabal. Kevin Rodriguez. Konrad Leimer. Konrad Leimer sagt mir auch irgendwas. Da erobert er den Ball. Kai Dybala. Da kommt der Schuss. Boah, was hat er sich da durchsetzen konnte? Holy shit. Holy shit, das war richtig stark. Erstes Anklopfen. Nach dem Motto, yo, you bitches, wir sind hier. Lass uns mal genauer auf die Teams schauen, Buschi. Denkst du, die zwei können heute Einfluss auf die Partie nehmen? Wolf. Beide haben innerhalb der... Das war die perfekte Vorlage! Boah, da musste ich mich reinlegen. Er wirft sich in den Schuss. Gott sei Dank, ey. Kai Dybala. Das könnte eine Gelegenheit werden. Jetzt vielleicht. Den kann er natürlich ganz locker halten. Da war bei weitem nicht genug Druck hinter diesem Ball. Oh nee, da liegt einer. Oder einer bin zum Glück nicht ich. So langsam wird's gefährlich. Sie verlieren den Ball. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Er versucht. Das macht der Torwart gut. Den Ball hat er. Kai Dybala. Schönes Pressing jetzt. Direkt verlangern sich alle hier oben. Rodriguez. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Mit dem Ball am Fuß Richtung Gegner durch das Tor. Ach, guter Einsatz. Er hat den Ball. Ja, könnte was werden. Jetzt könnte er die Flanke reinschlagen. Ja, da bin ich mal ein Hörer. Noch weiter. Gute Aktion. Gut verteidigt. Kevin Rodriguez. Oyarzabal. Und jetzt gibt es Einwurf. Ja, da war jetzt. Misslungener Pass. Da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Rodriguez ist da weggegangen von uns. Da hatten wir mehrere Rodriguez. Den Ball kann er abfangen. Na gut, das ist Spanien, das wird mich wundern. Mehrere Sekunden. Ballverlust. Ah, der ist zu lang, den holt sich der Torhüter. Hab ich jetzt das nicht vermeiden. Oh fuck. Falsch Trikots. Guter Abschlag, was können Sie jetzt draus machen? Da setzt er sich gut durch. Der Ball geht deutlich neben das Tor. Zu mir den Arm, als spielt er nicht bei Liverpool oder so. José Rodriguez. Schönes Zuspiel. Jetzt wird's gefährlich. Chance lebt noch. Weit gerannt. Spielt er bei Wolf oder ist so kein Arm? Ah, yes. Jetzt der Ballverlust. Gute Aktion. Kann er was draus machen? Er kann ihn reinbringen. Flanke bleibt hier also ergebnislos. Wie sieht das Wetter aus, Buschi, heute? Nimmt das Einfluss aufs Spiel? Ja, also ist schon möglich. Der
Ball wird bei Regen natürlich schnell und da rutscht ein Torhüter auch gern mal einer durch. Also die beiden Spieler müssen höllisch aufpassen. Freistoßentscheidung korrekt. Jetzt haben die Spekulationen um ihn ein Ende, denn sein Wechsel zu Manchester United steht fest. Es ist wichtig, dass er jetzt Klarheit hat für den Spieler. Es ist sonst eine sehr unangenehme Situation. So, Ballbesitz jetzt. Bis zum Fokus. Arnold. Boateng. Kevin Rodriguez. Und da verlieren sie den Ball. Viel Platz jetzt auf außen. Gefährlich! Jetzt vielleicht die Flanke. Kein Problem hier. Verteidiger hat aufgepasst. Da oben, der vorne den Ball. Boah, wie der Rand ist. Schade. Nicht, dass er da klärt. Und der Verteidiger drumherum geschlängelt. Nein, die Bade. Was macht er draus? Das war eine gute Chance. Jetzt schießt er. Oh, der geht Tor. Das war technisch herausragend gemacht. Das stimmt eigentlich alles. Es fehlen nur die entscheidenden Zentimeter. Er leckt mich doch an der Börde. Boateng. Boateng. Und da ist der Ball wieder weg. Ich muss gucken, wie ich den gerade defensiv rausbringe. Sieht vielversprechend aus. Die Gelegenheit für die Flanke. Ah, Kacke. Ein. Boateng. Arnold. Super Pass. Klasse Pass. Die Riesenchance. Oh, Rudi mit der dieser Kiefer. Hat eine fiese Möb. So, Ecke kommt. Den kann er natürlich ganz locker halten. Schon wieder. Da war bei weitem nicht genug Druck hinter diesem Ball. Ach du Schande, bitte. Okay. Eine Hälfte haben wir gesehen. Bislang alles offen. Ich weiß nicht, wer die bessere Mannschaft war. Glaube aber wir. Oder es kann auch sein, dass es schwer ausgeglichen war. Ja, okay, wir waren genau ruhig. Dass sie genau 50-50 ist. Na, aber doch kein Scheiß. Naja. Deswegen wir müssten halt das Auswärtsspiel zumindest gewinnen, wenn sie halt auch die Auswärtstore hochklassig gibt. Weiß zweiten Durchgang. Scheiße. Deswegen würde ich halt lieber auswärts gewinnen. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Ball kommt in die Mitte. Da sind sie immer noch. Oh, man merkt. Okay, das war interessant. Vor allen Dingen. Ja, da hat aber auch nicht viel gefehlt. Auf der Linie geklärt. Das Tor lag in der Luft. Ich habe wieder keine Haare, okay. Das ist interessant. Schöne Aktion. Er macht das Spiel schnell. Flanke kommt ganz weit. Oh, aber hier schade. Kommt kein Mitspieler dran. Die Pierre Ecke könnte gefährlich werden. Okay, jetzt habe ich hier eine Sequenz, habe ich Haare, jetzt habe ich wieder Haare. Sehr schön. Zum Spiel. Ja, da haben wir von ihm schon deutlich bessere Spiele gesehen. Steigerung erwünscht und möglich. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Ja, geht warum gut dazwischen. Warum bietest du dich so krass an, Alter? Du bist angeschlagen, Junge. Hör mal auf damit. Boateng. Oh. Ja, falscher Knopf. Das könnte was werden. Da ist die flache Flanke. Keine gute Hereingabe, Ballverlust. Kann ich nicht loswerden. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Da sind Mitspieler frei. Meine Nase auch noch, meine Güte. Ey. So viele Probleme. Bad Leimer. Da rollt der Ball ja nur. Den nimmt sich der Torhüter ganz locker. Ich komme leider nicht so wirklich durch im Moment. Kai Dybala.
Das war doof. Das war so doof. Ach, fuck. Klasse. Okay, am Einwurf. Da muss er jetzt verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Ja, drücken wir hier auch von hier oben die Daumen, dass er sich nicht schwerer verletzt hat. Da holt er den Ball zurück. Arnold. Ja, schöne Aktion. Gut dazwischen gegangen. Okay, pass auf, oben geht nicht. Jetzt machen wir mal unten rum. Malaga sucht die Chance jetzt. Ah, ja, das sieht gut aus. Ball kommt rein. Oh, nein, meine nicht. Die Flanke kam nicht so gut rein. Ecke kommt in die Mitte. Keeper geht auf Nummer sicher. Wenn ich ihn da reinziehe, kommt der Keeper wieder. Ecke erstmal weg. Jetzt wird's gefährlich. Oh shit. Die Flanke wird vom Verteidiger geblockt. Kevin Rodriguez. Druck ist im Moment enorm hoch. Da verlieren sie den Ball. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Was macht er draus? Und die Flanke. Jetzt. Ja, da ist das Ding. Läuft das Spiel absolut so. Plan. Die Führung jetzt. Konzept geht auf, sie liegen vorne. Sehr schön. Der Partie, den Alter, eine verkackte Stunde hat es gedauert. Dieser Treffer ist auf jeden Fall nochmal eine Wiederholung wert. Die Flanke war lang unterwegs, aber auch sehr gut reingebracht. Und da fällt der Abschluss leicht. Klasse gemacht. Das sah sehr einstudiert aus. Buschi. Sieht so aus, Wolf. Auf jeden Fall kommt der Ball gut rein. Und dann ein Abschluss. Der Mann mit den schwarzen Strichen. Der Trainer wird zufrieden sein. Sie liegen vorne. Mit dem Wechsel will er nun sicher auch für Absicherung sorgen. Nicht unser bestes Spiel heute. Also das 1:0. Mal sehen, wir haben generell sehr wenig Ballkontakte. Defensive ist gut organisiert. Da kommen sie nur schwer durch. Guter Pass. Gefährlich. Ball kommt in die Mitte. Boah, er ist doch. Bleibt im Spiel. Gute Aktion. Boah. Rudi mit der Parade. Das kann aber nicht was. Kevin Rodriguez. Nachschuss habe ich uns da gerade echt gesehen. Ach, scheiße. Ah, der ist nicht gut gespielt. Ball geht ins Aus. Das war wichtig. Erstmal auswärts zu gewinnen. Viertelstündchen haben wir noch. Also werden wir es da hinkriegen und nicht gleich wieder eine gefressen kriegen. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Mich zurückziehen. Da könnte jetzt eine Chance entstehen. Warum musst du den Ball nochmal vorlegen? Da darf ich mich halt echt einfach nicht bewegen in der Sekunde. Nochmal, die Unterstützung von den Rängen, die Hoffnung auf den späten Ausgleich, sie lebt. Tolles Zuspiel. Ja, das Tor, jetzt das Spiel gewonnen. Klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Jetzt das Spiel gewonnen. Sehr schön, ich habe keine Ahnung, wo unsere Fankurve ist, aber ich stehe jetzt einfach da. Unhaltbar dieser Schuss mit dem Vollspann. Hart, enorm schön. Druckvoll. Hier steht es 2:0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Seine Pässe sind heute erstklassig, auch der hier wieder. Sehr schön, das dürfte die Entscheidung gewesen sein. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Schade. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Arnold. Da ist der Ball weg. Ach man, nee, ist nicht mein Spiel, Leute. Bei wem kommen wir noch eine Vorlage raus? So. Zeigt die Wertung zumindest noch ein bisschen an. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Schwache Aktion, Ballverlust. Jetzt wird's gefährlich. Geht da voll in diesen Zweikampf. Ja, könnte was werden. Flanke an den kurzen Pfosten. Ah, ich wollte halt zu mir. Dankeschön. Und wo fahrst du, Alter? Achso, der ist buggy, ich verstehe.
Sie kommen jetzt über außen. Er hat Zeit. Jetzt eine gute Flanke. Jetzt vielleicht. Pfosten, aber es geht weiter. Zum Glück bin ich 2-0 vorne. Sonst hätte ich jetzt gerade einen Herzinfarkt bekommen. Fick dich. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Kevin Rodriguez. Zieht einfach mal ab. Guter Versuch. Da hat nicht viel gefehlt. Ding, ding, Boateng. Und pfeif ab. Die Gäste gewinnen also heute dieses Hinspiel. Das ist der Schlusspfiff des Schiedsrichters. Das ist schon mal gut. Auswärts zwei Tore geschossen. Weiß natürlich nicht, ob es die Auswärtstorregel hier gibt, aber... Tage Schulterbrennung, okay. Das ist definitiv zu verkraften. So, jetzt geht's gegen Girona. Direkter Verfolger. Wir sind jetzt 11 Punkte vorne. Ne, Quatsch, stimmt gar nicht. Ah, ne, die müssen noch spielen. Aber okay, da würden wir noch ein paar gute Punkte mitnehmen. Ich bin noch gut Rückspielen. 2-0 im Hinspiel gewinnen ist schon mal wichtig. Ich sehe aber, wie ein Thorsten online ist, das ist schön. So. Atletico hat auch 2-0 gewonnen gegen Real Madrid. Ja, Atletico ist, wie es scheint, hier irgendwie das Real Madrid von Spanien. Real Madrid, Quatsch, Leipzig von Spanien, so. Einer. Hallo? Ist dein Headset noch hochgeklappt? Hi. Ah, hi. Und was machen Sachen? Nach 12 Stunden arbeiten. 12 Stunden arbeiten? Mhm.